weil Yoshinaka ist etwas zu spät dran. Ja, was soll's? Wir versuchen es einfach nochmal einzunehmen. In der Hoffnung, dass die natürlich jetzt wenig Soldaten haben, wenn sie gerade auf die Fresse gekriegt haben. Sollte das so sein, normalerweise, wenn das Spiel irgendwie Logik hat. So. Nichts wie ran. Ja, mir nach. Ich folge euch. Ich finde das jetzt hier ganz nah ran. Komm, wenigstens ein paar. Ei, paar, au! Vier Soldaten, ein Bogenschütze. Die sind auf jeden Fall niedergemacht. Die ärgern uns nicht mehr. Oh, oh wei. Schon wieder. Denkt euch wahrscheinlich auch, wie wird Adalin jetzt wieder versauen? Nein. Bitte, bitte. Geht immer vom Positiven aus, wie ich auch. Wir bemühen uns jetzt mal. Na gut, der zählt nicht. Der zählt noch nicht. Ich war noch nicht fertig. Der zählt auch nicht. Herrje. Ist aber auch wirklich krampfig hier. Guckt euch das an, wie das gemacht ist, ne? Boah, noch nicht mal einer. Ihr könnt jetzt meine Tränen nicht sehen. Juhu! Tadanori ist tot! Hat wahrscheinlich jetzt auch wieder am Arsch gelacht. Ist am Lachen erstickt. Tadanori was killed. So, Yoshinaka, du bist jetzt richtig gut unterwegs. Du hast volle Truppenstärke. Und Osaka sollte jetzt kein Problem sein. Yoshinaka. Und die Osakaner, Osakianer, die denken sich wahrscheinlich, oh Scheiße. Wollen aber jetzt tatsächlich wieder nicht aufgeben. Naja. Jetzt kriegt er wieder von uns auf die Fresse. Aber das lassen wir jetzt auch die KI machen. So, Yoshitsune habe ich jetzt hier hinterher geschickt, in der Hoffnung, dass wir Mori einholen können hier oben. Und nochmal stellen. Und Shimazu, der ja, wird jetzt hoffentlich auch von uns. Jawohl, Yoshinaka hat Osaka. Guck mal, wie schnell der ist. Das kann doch nicht sein. Aber ich hoffe, dass wir ihn hier abfangen werden. Miura, komm. Wenn die jetzt aneinander vorbeirasen, kriege ich die Oberkrise. Nein, 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 nein. Jawohl. So. Jetzt geh mit uns endlich mal eine Allianz ein. Bitte. Ach. Naja. Da willst du Pass an Hindred. Ja, klar. Nö, nö. Das machen wir nicht. Sollen wir mal die KI laufen lassen? Ach komm, das soll der Geiz. Da wir ja so gut sind im Swordplay. Ja gut, es läuft ja. Ne? Auch wenn ich immer irgendwie Scheiße baue. Irgendwie hat es ja immer funktioniert. So, komm, komm. Macht sie nieder. Haben die es uns? Haben die es uns kaputtgeschlagen da unten? Ja, leg dich nicht mit dem Bogenschützen an. Tatsächlich! Ja, haben wir drei Krieger verloren. Egal. Wo die herkommen, gibt es noch mehr. Wir haben volle Truppenstärke, das ist egal. Und? Ja! Ist ja schon mal ein bisschen grüner geworden, das Ganze. Gucken, ob es hilft. Ja, siehst du. Jetzt gucken wir mal. Na?
Och, du je. Konzentrier dich, konzentrier dich. Jawohl. Irgendwie, entweder bin ich zu früh oder zu spät. Na, na, na. Aber. Komm schon, komm schon. Ah, umgeritten, oh nee. Jawohl. Oh, Busch. Oh. Boah. Baum. Felsen. Baum. Oh je. Aber ich steuere es hier schon und das bewegt sich dann ein paar Sekunden danach. Oder was heißt paar Sekunden? Naja, eine Sekunde danach vielleicht. Es ist sehr verwirrend. Jawohl, das war gut. Endlich mal. So. Wo bleibt er? Wo ist er? Da ist er. Jawohl. Yes. Danke, 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 danke. Ich höre den Applaus bis hierhin. Begeisterungsstürme. Na, hoffentlich hat es jetzt auch was gebracht. Komm. Ja. Shimazu ist tot. Ja, wiping the blood of the enemy from your sword. Ja, wischen wir das Blut unseres Feindes von unserem Schwert. Spratz, so, wunderbar. Miura, und wir können jetzt hier mit Miura auch wieder ganz schnell zurück. Ja, das war's jetzt hier für die ganze Region. Wir haben die letzten Aufständischen hier besiegt. Das ist auch wieder uns. Yoshinaka sollte aber jetzt hier stehen bleiben. Aber wir sind ziemlich gut aufgestellt, muss ich sagen. So, Satake. Sieht jetzt nicht so wirklich doll aus im Moment, aber ich schicke ihn mal wieder zurück. So, du bitte nach Edo. Unser Tag nach Toyama. Bin ich persönlich sehr stolz, dass wir das geschafft haben. Das war wirklich wichtig. Und es reizt mich natürlich jetzt hier, ihn schon rüber zu schicken, weil die Insel hier ist komplett unbewacht. Aber wir haben zu wenig Truppen, sodass wir hier die zwei Burgen einnehmen können. Ashikaga. So. Mori. Aikawa. Ist auch ein komischer Name, Aikawa. Aber The Battle of Aikawa. Jetzt kommt es wieder drauf an. Werden wir Mori entsprechend besiegen, ja oder nein? Durch jetzt um den Corner. So. Da wir aber so viel Truppenstärke haben, laufen wir überhaupt nicht Gefahr, dass wir das nicht schaffen sollten. Würde mich jetzt ja wundern. Wir wollen Moris Blut an unserem Schwert, um es mal so zu sagen. Denn nur ein toter Feind ist ein guter Feind. Das ist ähnlich. Oh je. Ja? Kommt, traut euch. Wir versuchen jetzt mal hier zwischen die feindliche Armee zu bringen. So ein bisschen runter. Dass wir den kleinen Bogenschützen wieder abschneiden. So, jetzt bitte nach links, Leute. Oder nach rechts von euch aus gesehen. Links von mir aus. So. Schneller, schneller. Hat mal wieder geklappt. Ah, so. Wunderbar. Die letzten Männer noch niedergeschnetzelt. Zieh ich mal mein Schwert. Hui. So. Komm her.
Jetzt sehe ich mich wieder über grüne Wiesen reitend. Dem Wind im Gesicht. Und pff, oh, dem Baum auch im Gesicht. Oh ne. Das war eine kurze Aktion. Da bin ich überzeugt, dass er tot ist. Ja. Mori! Mori ist. Has left the building. Den gibt's nicht mehr. Ja, bla bla bla. Wir haben noch keine Zeit. Wir müssen zurück. So. Mori. Wurde verfolgt. Von Yoshitsune und erfolgreich besiegt. So, oh, was passiert hier oben? Ashikaga und Yoshinaka. Auch beruhigend. Wenn die jetzt aufeinandertreffen. So, Satake ist auch da. Den lassen wir mal ein bisschen stehen, weil er muss sich hier regenerieren. Und dann schicken wir alles gen Westen. Wie viele Armeen haben wir denn da? Ja, ja gut. 4 zu 4. Das sieht ganz gut aus. Beziehungsweise 4 zu 3, denn Yoshitsune, den lassen wir jetzt mal stehen. Aber er hat wirklich viel gekämpft und mit der wenigen Energie hat er eigentlich mehr geleistet als so manch anderer. Ne? Ich gucke keinen an. Ne? Und wir wollen auch nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, nur mit unserem Schwert. Was sich hier oben versteckt, zum Beispiel, Hida. Haida. Und ich finde das sehr passend, weil Hida, hiding, behind the mountain. Oder so ähnlich. Boah, was ist denn jetzt los? Der verkrümmelt sich hier nach Kyoto. Dann versuchen wir ihn mal abzufangen. Tomomori. Da, ja. Müssen wir auch mal ein bisschen drauf aufpassen. So, Miura ist eigentlich ganz gut unterwegs. Komm, du kannst direkt mal eins weiter. Hopp, hopp. So, Yoshinaka. Jetzt kommt's drauf an. Direkt mal die Armee komplett platt hauen. Komm. Form Allianz. Oh, ja, klar. Ja, Mut haben sie ja. Das muss man ja zugeben. Mutig sind sie. So, mal kurz gucken. Ashikaga. Puh, ja. Hoffen wir mal, dass wir ihn töten können. Weil wenn er hier mit zwei Leuten in der Armee und sich die ganze Zeit rumnervt, das wäre schlecht. Lalala. Sie fangen so ganz verhalten an. So, komm, Laufschritt jetzt hier. Lauft! Die alte Taktik. Den Bogenschützen hier abschneiden. So, jetzt. Kommt. Hackt. Jei. Na? Ja. Das sah gut aus. Das sah gut aus. Jawohl. Ja. Gewonnen. Wunderbar. Und jetzt nutzen wir wieder unsere Talente. La 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 la. Das Intro hier ist immer so geil. Wow. So. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Komm, wir machen alles mit einer Hand hier. Oh, Schande. Heißt es, er ist tot? Bitte, bitte. Und es escaped, ja. Wunderbar. Ashikaga. Das Bild oben müsst ihr euch auch mal anschauen. Verdammt.
alles liegt in der Grötze. Ja, alles. Der eine hält noch das Schwert da oben. Nein, die Hand hier rechts von ihm. Ist auch gut. Ist es eine Hand? Ja, ich weiß es nicht so. Ich lebe noch. Mir geht's gut. Ja. Ach, episch. Episch. Ja, und hier ist Kyoto und der Kaiser wohnt hier und wir können ihn natürlich besuchen und sagen, hey, mach uns was zum Shogun, aber jetzt nicht mit ihm hier, weil der hat ja so gar nichts auf der Pfanne, dafür müssten wir schon so einige Insignien und Erfolge vorweisen. Das heißt, wir könnten eigentlich mal Yoshitsune schicken, nachher, das werden wir auch tun. Aber später. So. Wir sind hier gleichzeitig losgegangen. Fast gleichzeitig. In der Hoffnung, dass er jetzt nochmal. Oder dass wir jetzt nochmal aufeinandertreffen. Schauen wir mal, was passiert. Ich hoffe es. Komm schon, komm schon. Sieht erstmal gut aus. Nein. Ah. Er hat doch einen anderen Weg genommen. Ja, entweder da lang oder da lang. Wir dürfen eigentlich nicht folgen, weil Tomomori. Ja, gut. Tomomori wird jetzt hier angreifen. Himeji. Das müssen wir uns aber einfach mal gefallen lassen. Wir schauen einfach mal. Beziehungsweise, es wäre natürlich clever, ihm danach einen Besuch abzustatten. Wenn er ein bisschen geschwächt ist. So, Satake, wie siehst du aus? Ein bisschen mehr Energie bekommen. Reicht vielleicht schon. Wir schicken dich einfach mal weiter. Himeji wird jetzt angegriffen. Mal gucken, wie es ausgeht. Komm, Himeji. Jawohl, Himeji war siegreich. Und Tomori ist hier ganz abgeschlagen. Haut aber jetzt ab. Oh nein! Oh Gott, jetzt müssen wir hinterher. Schnell, schnell, schnell. Yoshitsune. Wir lassen ihn mal hier oben stehen, weil man kann uns jederzeit in den Rücken fallen. Von hier. Ne? Deswegen. Wir kreisen jetzt alles ein, was geht. So, Tomori. Schnell, schnell. Weil der ist ja so schnell hier. So, Satake ist da. Schnell weiter. Yoshinaka ist angekommen und direkt weiter. Tomori hinterher. Okayama. Das ist natürlich jetzt wieder die Frage, wie viele Truppen kann er generieren in Okayama, wenn wir jetzt hinterher sind hier. Aber Yoshinaka ist super ausgerüstet mit Truppen und unser kleiner Ashikaga hier, der hat gar nichts mehr. Der will uns hier echt ärgern. Na gut, wir stellen uns einfach mal in den Weg. So, Tomomori, da fängt er an, Truppen zu generieren. Ich denke mal, ja, das wird aber nicht viel werden, vielleicht so bis hier. Ungefähr maximal. Schneller, schneller. Ihr seht, das geht relativ zügig. Aber wir gucken mal. So, Yoshinaka, komm. Schnapp ihn dir. Jawohl. Fertig machen zum Kampf. Tomori, nochmal für euch. Zum Vergleich. Sollte also kein Problem geben. Ist halt nur die Frage. Würde sich dem Kampf stellen oder entziehen? Ich würde sagen, wir machen mal auf Nummer sicher hier die Bogenschützen.
die Bogenschützen nach oben. Sieht so aus, als ob die so einen kleinen Tanz hier machen. So. Ich glaube, jetzt blasen sie zum Angriff. Insofern schnell nach oben. Ja, so. Mann gegen Mann. Haha. Lass die Bogenschützen mal so ein bisschen noch ballern. Und jetzt hinterher. Boah, hat er uns hier. Hier ist so ein kleiner Superman hier, aber den haben wir noch gekriegt. Ja, es geht. 16 Soldaten und ein paar Bogenschützen hat er verloren. So, jetzt aber komm. Schnitzel. Oh. Ein klein wenig verpasst. Boah, viel zu früh. Aber wir gucken mal. Jawohl, das hat funktioniert. Boah. Das war sehr viel zu spät. Aber mit so einem Helm sieht man ja auch nichts. Boah. Ach du je. Das gibt's ja gar nicht. Ja, aber ich kann euch nur empfehlen, ne? Zockt es mal selber. Und dann einfach mal besser machen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, so eine herausragende Leistung, die ich hier abliefere, oh wei, dann einfach zu überbieten. Nein. Aber es macht ja Spaß, so ist es ja nicht. Es ist, macht trotzdem Spaß. Komm, wir reiten nicht auf dem oben. So. Aber das kann man halt nicht zu oft machen. Oh, zweimal, geht doch. Weil dann irgendwann das Pferd scheut. Eieiei. Aber ich glaube, wir kriegen ihn noch, oder? Komm schon. Ich reite auch immer sehr weit nach vorne. Kann natürlich auch ein Grund sein, warum ich immer gegen den Baum knalle. Aber wenn man das nicht macht, dann bekommt man ihn gar nicht. So, schnell reagiert. Oh, komm, komm, mittig durch. Und den Felsen hinter dem Baum hat man fast gar nicht gesehen. Jawohl, es läuft. Oh, wei, wei, wei. Und es kann auch sein, dass der Anführer auch ganz doof platziert ist. Ganz unten, ganz oben, sodass man ihn nicht bekommt. Aber wir schauen einfach mal. Deswegen will ich mich auch immer mittig halten. Aber es muss halt auch passen. Wow, wow, wow. Boah, jetzt wollte es mir aber geben hier, wa? Bitte. Komm schon. Na? Kommt er noch oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Busch, busch, busch. So. Ich habe mich verritten, wahrscheinlich. Keine Ahnung mehr, wo ich bin. Thank you.
Oh. Ja, jetzt bin ich auch gespannt. Na? Ja, aber klar, Tomomori ist weg. Oh, wir lassen den Kopf hängen. Ja. Aber das hat jetzt lang gedauert, muss ich echt sagen. Wenigstens sind wir nicht irgendwo gegen gedonnert oder haben wir Mist gebaut. So, wir greifen einfach mal das Schloss an. Gucken, was passiert. Lassen das auch besser auf Automatik laufen, denn Tomomori hat jetzt gar nichts mehr hier auf der Pfanne. Yoshinaka ist bestens aufgestellt. Sollte funktionieren, komm. Ach du Scheiße. Okay, wunderbar. Yoshinaka wurde besiegt. Boah, da haben wir ganz schön verloren. So, Satake hat geklappt. Fängt jetzt hier unseren Chikaka ab. Ja, ne, klar. Die zwei Mann erklären uns jetzt hier wirklich den Krieg. Wir lassen sie aber jetzt mal laufen, weil ich denke mal, Satake wird den hier schon schaffen. Jawohl, das sieht gut aus. Satake war siegreich und Ashikaga wurde getötet. Wunderbar. Und jetzt haben wir gleich unsere drei Armeen hier vereinigt. Yoshitsune, wie siehst du aus? Ja. Bis zur nächsten Ninja-Attacke. So. Und hier steht tatsächlich nur eine Armee in Form von Tomomori, der sich hier wunderschön die Truppen nach oben bewegt. Und Yoshinaka, den müssen wir auf jeden Fall hier ganz schnell oder ganz dringend stehen lassen. Dann haben wir noch Miura und Satake. Die haben auch keine Energie persönlich, aber Truppenstärke ist super. Insofern, ja, sollte das kein Problem geben. Wir fahren nochmal zurück. Das ist die Frage. Sollen wir durch die Zun hier rüber schicken? Ich würde sagen ja, weil es ist wirklich nichts los. Und falls das schief geht, ist es halt so. Wir schicken den auch in den Kampf. Da sich Tomomori hier verkrümelt. So, hopp. Nummer 1. Mira ist jetzt in Kyoto. Mira, ja. Schicken wir nach oben. Ich würde sagen, ja. Machen wir einfach mal. Wir genießen auch mal die Ruhe so ein bisschen. Die Ruhe vor dem Sturm. Und ich fand das auch als Kind schon total angenehm. Dieses, ja, was ist, Rauschen des Windes. Ein bisschen stürmisch an der Küste. Sehr beruhigend irgendwie. Also für mich persönlich. Ja, jetzt spielen wir das Spiel ja doch fast durch. Und ich würde sagen, jetzt können wir es auch durchspielen. Obwohl ich ja eingangs gesagt habe, dass es ein bisschen langwierig wird und das ist jetzt gerade hier so eine Phase, wo ihr merkt, es ist langwierig. Satake, komm. Ruh dich mal ein bisschen aus, weil dann schicken wir Satake hier rum. Yoshinaka hier rum. Miura sieht auch gut aus. Ja, sollte vielleicht das hier schaffen. Und Yoshitsune, wo ist er? Ist auch fleißig unterwegs. Auch volle Truppenstärke. Die schicken wir ja alle nach Matsue, dass die entsprechend
das erstmal einnehmen. So, Miura ist im ersten Dorf. Maisura. Einfach mal schnappen. Maisura fällt. Und wir bleiben mal stehen. Ich möchte mich mal wissen, ob er wirklich Energie jetzt im Dorf hier regeneriert. Hilfreich ist die Maus mal, den Zeiger, ja. Ja, seht ihr, ist also ein Pixel nach oben gegangen. Ja, lassen wir mal kurz stehen, bis er hier sich erholt hat. Yoshinaka ist auch wieder gut erholt. Satake ist bestens erholt, also insofern, komm. Schnappen wir uns hier mal die Insel. Shizune ist auch gleich da. Ja. Langsam aber stetig. So, Yoshinaka, mein lieber Freund. Versuch es dann doch nochmal. Yoshizune ist in Aikawa. Und schnell weiter. Zack, zack, hopp, hopp. Das ist auch noch was wird heute. Jura schicken wir jetzt auch hinterher, dass wir also hier auf jeden Fall die Burg einnehmen können und dann in der Zangenbewegung Tomomori ein bisschen einkreisen. Und wir haben Glück, dass Tomomori hier wunderschön in Hiroshima steht und somit keine Truppen, sondern nur Energie, ich sag mal nur, ist in Klammern, generiert. So, wer kommt hier unten? Tachibana mit einer doch etwas beängstigenden Truppenstärke macht sich hier auf den Weg zur Insel. Ja, hoffen wir mal, dass das jetzt kein Problem wird sein für uns. Was war das denn jetzt für ein Satz? Ein bisschen Yoda-mäßig. Okayama. Wird jetzt von uns besiegt. Und dann schauen wir mal, ja, wie das ausgehen wird. Bin ich mal ganz gespannt.